Sven Bender. Jonas Hofmann haben wir auch schon in der vergangenen Saison in der Bundesliga gesehen. Erik Durm aus der U23 des BVB. Oh, Jens, da habe ich gerade mal gesagt, wichtig, dass sie den geholt haben. Und da verschätzt er sich völlig. Der lange Löke da im Tor der Pocher Allstars fliegt unter den Ball durch. Und Schieber ist erfolgreich für den BVB. Na, lange hat es ja nicht gedauert. Ja, ist natürlich ein Fehler von Simon Jens, weiß er selbst ganz genau. Und jetzt wird man sich Gedanken machen, ob das die richtige Verpflichtung war im Sat.1-Team hier. Ja, den muss er pflücken, Simon Jentsch. Schieber, danke schön. Er möchte hier keinen Spaß, er möchte keine Beinschüsse sehen. Es wird also tatsächlich auch gegen uns ernst genommen. Ja. Ich habe gerade via Facebook geschrieben bekommen von jemandem, dass du der kleine Bruder von Lionel Messi wärst. Ja, das gibt's ja nicht! Verrückt. Das gibt's ja nicht! Das Ronaldo-Double schlägt zu! Wahnsinn! Das kann nicht wahr sein. Zeitlupe, Freunde, gebt uns die Zeitlupe. Während wir hier plaudern, gibt es die Sensation im Signal. Ein Fehler, wer hat denn den Fehler da gemacht in der Abwehr von Dortmund? So, hier. Bender mit dem Patzer und dann ist es Saki. Das Ronaldo-Double und der kann übrigens wirklich gut kicken. Ja. Und es ist der Patzer von Manni Bender. Sven Bender hier zu lässig, trifft den Ball nicht richtig und sagt, das macht er gut, wie er da schön das Tempo mitnimmt und dadurch keine Chance für Roman Weidenfeller. Exzellent gemacht und jetzt guckt euch das mal an, so ein bisschen hat das wirklich was von Ronaldo, den dubelt er ja wirklich. Ja, ich glaube, ich hätte ihn noch daneben geschossen. Ja, also ich meine, du wärst gar nicht in die Position gekommen. Natürlich ist der BVB hier die Mannschaft mit deutlich mehr Ballbesitz. Klar, überlegen, aber die Zahlen im Moment. Jetzt aber Hofmann, jetzt kann das alles wieder gut machen. 2-1 Borussia Dortmund. Das sah dann schon wieder ganz einfach aus. Den wollte er jetzt auch unbedingt machen, weil nochmal, das ist ja dann ärgerlich, wenn man da so eine Chance hatte und die fast fahrlässig liegen lässt und jetzt einfach mal alleine nicht spielen und dann ins lange Eck. Wunderbar, nichts zu machen für Jens. Und es steht 2-1 für Borussia Dortmund durch die Nummer 7, durch Jonas Hofmann. So, Elton mischt sich schon wieder ein und also die ist, glaube ich, die ist hinüber. Und jetzt kommt Elton. Aber erstmal Borussia Dortmund, kein Abseits, Hofmann, das muss es sein, ist ein Eigentor. 3-1. Das Timo Scheider. So, jetzt nochmal die Auflösung. Kein Abseits von Hofmann. Kopf ist oben, Ball kommt rein. Und ich glaube, es ist Timo Scheider, der da reinrutscht. Will natürlich klären. Und war es doch Gentzler? Julian Schieber, nach knapp 2 Minuten haben, glaube ich, alle im Stadion gedacht, der Julian Schieber macht das 1-0, das gibt heute irgendwas in der Größenordnung 15 bis 20. Was ist dann passiert? Ja, noch ein Spiel nicht vorbei. Wir haben noch die zweite Halbzeit, vielleicht geben die Jungs nochmal Gas und können das Ergebnis erzählen, aber klar, wir wollten natürlich mehr Tore erzielen für die Fans, für die Zuschauer. Das ist uns leider nicht gelungen. Jetzt ein Tor passiert, Ilkay ist super Freistoß. So muss weitergehen. Ja, wir sollten öfter miteinander reden, dann trifft Borussia Dortmund. Aber zwischendurch ist es dann wirklich für euch erstaunlicherweise und damit Kompliment auch an die Sat.1-Helden ein richtiger Härtetest geworden. Ja, also es steckt System dahinter. Sieht man, dass ein Trainer dahinter steckt, der die Ordnung hält beim Gegner. Die haben es wirklich stark gemacht, haben gut verschoben, ein bisschen drin. Wir haben leider ein bisschen unglücklich gespielt und der letzte Pass kam nicht an und somit kommt so ein Ergebnis zustande. Jetzt mal kurz ganz ehrlich, kann das wirklich sein? Weil man sagt ja vorher, das ist so ein Fun-Spiel, dann läuft es aber doch nicht. So, jetzt aber. Jetzt aber, ja. 5-1, jetzt gibt es erste Auflösungserscheinung da hinten in der Hintermannschaft der Sat.1 Allstars. Die sind jetzt sicherlich auch am Rande ihrer Kräfte oder auch am Ende. Timo Scheider hier. Ja, da sehen sie nicht gut aus. Verlieren ihre Gegenspieler im Rücken. Ja, verlieren sie einfach aus den Augen und Scheider rechnet gar nicht damit, dass Marvin Ducksch da zwischen Borussia Dortmund und die Pocher-Auswahl
verkauft sich gut. Gündogan macht er alleine. Macht er alleine halbe Dutzend oder muss er querlegen? Nö, macht er alleine. Muss er gar nicht. Das muss ich auch einen Kommentator hören vor allem. Balin Beiner war mitgelaufen, aber Gündogan weiß auch, dass sowohl der Keeper als auch die Verteidiger mit dem Querpass rechnen und macht das dann ganz alleine, ganz souverän. 6-1 für Borussia Dortmund. So, Sebastian Kehl ist bei Hansi Küpper. Hansi. Ja, der Kapitän freut sich gerade über das 6-1. Wie groß war das? Seins hat er nicht hergegeben übrigens. Aber das willst du auch nicht haben, das riecht so streng, das willst du nicht haben. Das kriegst du in keiner Waschmaschine raus, wie das riecht. Da ist euer nächster Treffer. Einfach mal schön in einer sehr entspannten Atmosphäre ein bisschen plauschen zu können. Mats, vielen, vielen Dank, geh den Weg weiter. Ich sag das jetzt einfach mal so, weil ich dich ja, als du noch so ganz klein warst, schon erlebt habe. Geh diesen Weg weiter, bleib wie du bist, lass dich nicht verbiegen. Ich finde das gut so. So, viel Spaß noch beim Spiel, allen Zuschauern natürlich auch. Ne? Ich danke dir als Trainer. So, nächster Treffer hier. Ja, Mats, mit den Bayern, mit Borussia Dortmund, Gladbach und der HSV live hier in Sat 1. Und Tor. Neben Subotic. 8. Nur noch 2. Und das wollen sie um alles in der Welt verhindern. Ja, nicht kontrolliert geklärt hier. Ball quer rüber auf Neven Subotic. Und das 8.